Zero Dawn. Wir müssen zu Aziz, dem Chef von der Loge, und dem müssen wir die Trophäen bringen, die wir erjagt haben. Dann bekommen wir natürlich jemanden zur Seite gestellt, wer das ist und was danach passiert. Das seht ihr in dieser Folge. Und dann noch, was richtig cool ist, mit dem traurigen Naman. Da haben wir auch eine Quest, die fangen wir in diesem Teil an. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Horizon. Wir machen weiter mit die Jagen für die Loge. Wir brauchen noch einen Sektzahn und ja, mal schauen, wo einer ist. Ne? Können sich ja nicht in Luft auflösen. Was haben wir da? Breitkopf, okay. Dann wollen wir mal schauen, wenn wir welche finden. Und zwar gucken wir mal. Sägezahn. Verwüster haben wir schon gehabt. Genau. Da war ein Sägezahn. Da müssen wir aber. Da auch. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Ne? Ich gehe jetzt hier woanders hin. Wo ist denn mein. Wo ist denn mein See? Der ist da. Hier ist mein See. Hier gibt es nämlich auch Sägezähne. Und da reisen wir jetzt hin. Das sind nämlich zwei Stück und dann hole ich mir die, dann brauche ich nicht so weit zu laufen. Und dann reisen wir einfach wieder zurück nach Meridian. Und gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere Nebenquests machen. Es gibt sehr viele Nebenquests, die wir erledigen müssen. Da schauen wir doch einfach mal. Ja. Banditenlager haben wir geräumt. Okay, werden ein Händler und ein Schnellreisepunkt erstellt. Coole Sache. Ja, Zersprengerpfeile. Also Zeug, was man nicht braucht. Ne? Fallen entschärfen Fertigkeit. Ja, brauche ich auch nicht, ich benutze keine Fallen. Außerhalb der Prüfungen. Seilwerfer, ja. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Okay, Lagerfeuer. Und die Sägezähne sind dort unten. Hier rüber und da unten stehen sie schon. So, da haben wir doch schon die Sägezähne. Und Planänderung. Den habe ich hingetroffen, war ganz gut. Vorne. Ach, die Wächter ist das. Ja, komm her. Das. Einmal gleich. Was ist denn los? So kann ich da jetzt nicht. Achso, mein Lebensfeld muss Ding sammeln. Ja, natürlich. Okay. Wir haben drei Trophäen. Und jetzt muss ich zu Aziz mit den Trophäen. Das gibt mir Spaß. Jetzt muss ich natürlich wieder hinreißen, das ist natürlich jetzt blöd. Aber den weiten Weg, den laufen wir nicht. Hier muss ich hin. Also, schnell reisen. Abriss wird durch dieses Symbol dargestellt, okay. Kennen wir ja. So, das waren jetzt die ganzen kleinen Sachen, ne? Aber in der Jagdloge, da gibt es dann auch große Brocken zu jagen.
Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Haben wir ja alle schon mal durch. Jetzt dauert das Laden ewig, aber naja, was wir machen. Da sind wir dann in der Stadt. Und ja, Verderbnispfeile. Um Maschinen zu Feinden jeder anderen Maschine zu machen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das müssen wir mal ausprobieren bei so einem Donnerkiefer, so einem Verderbnispfeil. Oder über Brücken, wenn wir in der Brutstätte waren. Das rockt bestimmt auch ganz gut, kann ich mir vorstellen. So, jetzt dauert so ein bisschen. Dann hat es fertig geladen. Die Ladezeiten sind wirklich sehr lang. Aber so im Spiel ist es ja auch klar. So, Schaden wird durch dieses Symbol dargestellt. Na komm. So, jetzt sind wir in Meridian und müssen da lang. Wir wollen noch ein ganzes Stück laufen. Ne, das ist immer nicht richtig. Bin ich hier unten, oder? Ne, da lang ist ja okay. Die Wege sind halt wirklich lang. Auf dem, ne, in dem Land. Auch. Da müssen wir rein. Ach so, und ich muss zu. Ach, sie hat schön oben. Zu der wollte ich jetzt nicht. Zu ihr wollten wir. Ach, sie ist oben. Genau. Der. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe es auf. Ach, immer mit dem. Sie annehmen? Gut, ja, ich nehme sie. Aber sagt Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Rotschlund. Okay, das ist der Donnerkiefer. Der große, sagen wir da. Das sieht ja auch klasse aus. Aha. Was auch immer das ist. Naja. So, wollen wir jetzt mit der mal reden? Ja, dann reden wir. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Na gut, dann. Gehen wir hier noch hin. Bei der Sonne. Das Edikt von und schauen mal, was wir hier bekommen für den Auftrag. Eine Nora von mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Aus dem Jagdgebiet. Oh, stimmt. Du bist neu. Was Abzeichen mal freilich. Die Waffen der Loge, genau. Da bekommen wir ja. Können wir ja Waffen erspielen. Wobei. Ich noch nicht wirklich. Sicher bin, ob die so toll sind. Also gut, was machen wir jetzt? Ich lebe im Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Drau habe ich da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Schäden. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie groß? Früher hätte ich das zusammen mit Tatas erledigt.
Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns im Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Genau. Wir gehen dorthin, sobald wir können. Wir können natürlich jetzt auch noch die ganzen anderen Aufträge annehmen. Wir müssen sie ja jetzt nicht machen, sondern können die auch alle später absolvieren. Da haben wir zum Beispiel ein... Ah, das ist cool. Das ist mit den Maschinen, genau. Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Gute Scherben. Genug für ein gewandtes Fresser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. So, das machen wir natürlich auch ganz klar. Der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. So, ein Moment des Friedens, genau, das ist die Quest. Und dann haben wir natürlich noch drei andere. Da gehen wir jetzt noch hin. Das ist die mit dem... Na, da hinten, genau. Mit dem Priester. Ah ja. Da, mit ihm müssen wir reden. Cool ist das. Also gut. Die Sonne ehrt mich mit unserem Treffen. Du bist Nora. Ich bin der traurige Namar. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? Im Traum. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß, wie den Raubzügen, doch die Kreatur schuld mir nicht. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen verstorbene Ehre. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Stein. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. So. Wir helfen da einfach mal, ist ganz klar. Der erste Pilger ist ein Osser, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besucht. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinließ. Diese Usherin verlor ihre Gefährtin beim Juwel in einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Man ruft zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht graue Lichter an. Also zwei Schreine von Maschinengefallen und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Also gut. Dann haben wir gleich drei Aufträge hier bekommen. Dann wollen wir mal schauen, was wir als erstes machen. Und zwar würde ich sagen, das ist
Hauptquest, Schöpfersende, das brauchen wir jetzt noch nicht. Nebenquest, Ehre den Gefallenen, Waffen der Loge, Jägersitz. Okay. Ein Moment des Friedens. Das machen wir als erstes. Dazu müssen wir zum Banuk-Lager. Und das ist, ja, hier drüben, da gibt es aber noch einiges zu entdecken. Die ganzen Feuerstellen zum Beispiel haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja. Und jetzt halt, die ganzen Feuerstellen haben wir noch gar nicht entdeckt. Und auch das eine oder andere Lager noch nicht. Dann wollen wir hier hinreisen und dann decken wir erstmal dieses Gebiet auf, auch wenn wir dort später nochmal hinkommen. Aber es macht ja nichts, wenn schon mal alles vorbereitet ist. Ja, und im nächsten Teil geht es weiter. Da gucken wir uns dann mal diese Quest an, diese Nebenquest. Ein Moment des Friedens. Bis dann wünsche ich euch was. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.